Liebe Freunde unserer Online-Reihe Buch trifft Hirn, willkommen zum Dezembertermin und damit zugleich zur letzten Codices-Veranstaltung dieses Jahres. In der Tat haben wir heute bereits den 10. Termin dieser Reihe, die vom Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs Codices in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung für Humanismus und Aufklärung veranstaltet wird. Online geht gut, Corona sei Dank. Der heutige Abend ist visuellen Phänomenen und speziell optischen Täuschungen gewidmet. Der heutige Vortrag ist etwas fürs Auge. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn hinter dem Auge hängt das Gehirn und darauf kommt's an. Farbe, Bewegung, Helligkeit, Winkel, Form und Gestalt sind variierbare Parameter visueller Reize, aus denen das Gehirn eine lebensdienlich optimierte Rekonstruktion der Außenwelt vornimmt und uns sinnenfroh erleben lässt. Es bedarf großer Zufälle oder trickreich zugerichteter Reizkonstellationen, um unser Wahrnehmungssystem in die Irre zu führen. Spektakulär ist das Ergebnis dann oft im wahrsten Sinne des Wortes, denn lateinisch spectare heißt schauen. Schauen wir also hin und hören wir zu, wenn einer der profiliertesten Seeforscher unseres Landes, Professor Michael Bach, vorzeigt und erläutert, was Augentierchen wie uns stets aufs Neue in Erstaunen versetzt. Herzlich willkommen, Michael, in unserer Runde. Ich füge ein paar Worte zur Person an. Michael Bach studierte Physik, Informatik und Psychologie, diplomierte in Physik, wie sich das gehört, und promovierte über das Verhalten von Neuronen im visuellen Kortex. Seine Wirkungsstätte war und blieb die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im schönen Breisgau. Vor beinahe 40 Jahren wurde er dort mit der Leitung des elektrophysiologischen Labors der Abteilung für Ophthalmologie, also Augenheilkunde, betraut. Nach der Habilitation im Bereich Neurobiophysik folgte gegen Ende des vorigen Jahrtausends die Berufung als Professor und die Übernahme der Leitung der Sektion Funktionelle Sehforschung bzw. Elektrophysiologie an der Klinik für Augenheilkunde, eben in Freiburg. Auch nach der inzwischen erfolgten Emeritierung bleibt Michael Bach seine Lieblingsthemen treu: optische Täuschungen und Störungen der visuellen Wahrnehmung. Seine Homepage enthält eine, wörtlich verstanden, aufsehenerregende Sammlung optischer Täuschungen und kürzlich erschien quasi das Buch zum Film, das den Anlass für die heutige Präsentation bietet und zahlreiche optische Täuschungen mit kurzen Erläuterungen enthält. Wir werden im Vortrag sicherlich mehr darüber hören. Aus den zahlreichen zusätzlichen Aktivitäten von Michael Bach sei nur noch seine Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung von, zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, Deutschlands führender Skeptikerorganisation, erwähnt. Aber nun genug der Einführung und der Vorrede, nun Bildschirm frei für Michael Bach. Michael, du hast das Wort. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich teile meinen Bildschirm und fange an mit dem Vortrag. Helmut Fink, vielen Dank für deine Einleitung und alle anderen begrüße ich. Sie sehen hier meinen komplizierten Titel, Sehphänomene und so weiter. Und es fängt mit dem linken Bild gleich an, was uns auch während des Vortrags ein bisschen begleitet wird. Einige von Ihnen werden das Bild noch nicht kennen und die können sich jetzt fragen, was sehe ich denn da in dieser Backsteinmauer? Ist mit der Backsteinmauer irgendwas Besonderes? Und als ich diese Backsteinmauer das erste Mal sah, da dachte ich, huch, da ist eigentlich nichts. Was ist denn das vielleicht in der Mitte? Ist das irgendwie eine Maus oder irgendwas? Also ich kam gar nicht klar mit dem Bild. Und nach langer, langer Zeit erkannte ich das, was das ist. Und das machen wir jetzt zusammen. Die es noch nicht kennen, denen zeige ich, was hier an diesem Bild besonders ist. Und wenn sie es einmal gesehen haben, werden sie es nie wieder vergessen. Also überlegen sie sich, ob sie es wirklich sehen wollen. Das wird man nicht mehr los. Ich zeige es jetzt, es ist nichts Schlimmes. Also, ich isoliere das unerwartete Objekt hier drin. Und Sie sehen, da ist in der Mitte eine Zigarre.
Und jetzt stelle ich das Originalbild wieder her. Es ist genauso wie vorher, aber jetzt sehen Sie trotzdem die Zigarre. Was hat sich geändert? Nicht das Bild. Ihr Gehirn hat sich geändert. Es hat etwas Neues gelernt. Und das Thema wird uns mehrfach begleiten. Vom Titel noch, den finde ich sehr kompliziert. Jetzt würde ich sagen, eigentlich alles ist eine Illusion. Wie meine ich das? Das möchte ich in diesem Film verdeutlichen. Der ist ziemlich bekannt. Der heißt Powers of Ten oder auf Deutsch 10 hoch 10. Der geht eigentlich raus ins Weltenraum und am Ende, in der zweiten Hälfte, geht er ins Kleinere. Sehen hier die Hand. Ich beschleunige mal ein bisschen. Wir sind Hautzellen und noch weiter sind wir im Gewebe. Und da ist ein weißes Blutkörperchen. Und jetzt kommen wir in den Zellkern hinein. Da ist DNA und gehen noch ein bisschen weiter. Und immer ist ein weißer Rahmen, ein Faktor 10 weitergesprungen in der Auflösung. Und wir springen hier noch weiter. Es ist also ziemlich viel Hohlraum hier schon mal dazwischen. Und jetzt hier zum Beispiel sehen wir drei Wasserstoffmoleküle in der Mitte. Ein Kohlenstoff, was mit seiner vierten freien Bindung sich irgendwo unten festhält. Und wir gehen weiter. Da hinein jetzt kommen Elektronenwolken sozusagen. Früher hätte man da Bahnen hingemalt. Heute weiß man, dass man das eher nur mit Aufenthaltswahrscheinlichkeit beschreiben kann. Und es geht weiter, 10 rein, hier ist nichts. Nochmal 10 mal tiefer, es ist immer noch nichts. Immer noch nichts hier, es ist die Leere, die Leere, die Leere. Und dann irgendwann kommt in der Mitte ein Kern. Das heißt, Materie, die uns umgibt, besteht im Wesentlichen aus Hohlraum. So fühlt sich der Tisch aber nicht an, auf dem dieser Rechner steht, der jetzt, glaube ich, gerade gewackelt hat, weil ich auf den Tisch gehauen habe. So meine ich, alles ist eine Illusion. Die Wahrnehmung hängt offenbar davon ab, welchen Maßstab, also größten Maßstab man anlegt. Und unsere Sinnesorgane, speziell heute Abend geht es ja um die Augen, die sind angepasst von ihrem größten Maßstab her, den sie auflösen können, an unsere Überlebensbedürfnisse. Das ist es, die Evolution hat das als Ziel gehabt, dass wir bestmöglich überleben können. Und so sind unsere Sinnesorgane gebaut. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Sinnesorgane etwas erfinden. Und zwar immer das Wahrscheinlichste, weil oft unvollständige Information vorliegt. Das wird auch jetzt nachher noch genauer erläutert. Und wenn man eben was erfindet hier, dann und es ist mal was nicht so wahrscheinlich ist, dann kann es zu optischen Täuschungen führen. So. Und davon will ich jetzt einige vorstellen. Die ist, man braucht ein bisschen eine Klassifikation oder irgendeine Reihenfolge und das ist nicht sicher, wie man optische Täuschung vernünftig klassifiziert. Ich habe es hier so nach dem primären Phänomen, also Licht, Farbe, Raum und so weiter klassifiziert. Das ist ein bisschen willkürlich, aber wenigstens haben wir eine Richtschnur und wir fangen an, Licht, Farbe, also es geht um Intensitäten allgemein und auch noch wellenlängenabhängig. Deswegen gehört das zusammen. Fangen wir gleich an mit dem Buchtitel. Also da sehen Sie ja ganz offensichtlich hier so einen neuen Beul und eine Delle. Gell, da oben, das ist doch eine Delle. Das ist also nach innen eingedellt, die anderen gucken raus. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, also das kann ich mit dem Buch auch machen, aber jetzt mache ich es mal auf dem Bildschirm. Und jetzt ist diese Delle unten plötzlich zu einer Beule geworden. Und ja, hier sehen Sie, das ist jetzt eine Beule. Und oben haben wir eine Delle. Wie kann das sein? Das Buch hat sich nicht geändert. Ich zeige jetzt mal beide Orientierungen gleichzeitig. Da können Sie das nochmal vergleichen. Nur diese ist ja da unten hingewandert. Was hier passiert, ist Folgendes. Diese Bereiche, das sind einfach Kreise, in denen ich einen Helligkeitsgradienten, also von hell nach dunkel, gelegt habe. Und hier geht er von dunkel nach hell. Das ist der einzige Unterschied zwischen beiden. Jetzt geht unser Gehirn davon aus, das ist das Wahrscheinlichste, dass das Licht von oben kommt. Ja? Licht kommt von oben oder hier kommt es jetzt speziell von links. Stellen Sie sich vor, da wäre eine Taschenlampe.
dann leuchtet die natürlich da drauf. Wenn es jetzt eine Beule wäre, würde die Beule da hell sein und hinten macht sie ihren Schatten. Und wenn es eine Vertiefung ist, ist es gerade umgekehrt. Diese Interpretation von einer vermuteten Lichtquelle auf eine Eindellung oder Erhebung, das macht unser Gehirn von alleine und macht uns eine scheinbare Dreidimensionalität in diesem Bild. Und wenn man das jetzt umdreht, dann verändert sich natürlich die Welt so, dass das als Beule zu erkennen ist. Das ist also gut zu verstehen und zeigt schon ganz viel. Wir sehen weit mehr als da ist. Vieles wird von unserem Gehirn erfunden, nämlich dass es irgendwie dreidimensional ist und meistens ist das richtig. Und dann hat man schon mal so ein Buch in der Hand, was man umdrehen kann und in der Form. Dies ist hier auch in der sehr bekannten Schachbrett-Schattentäuschungstheorie Adelson das Entscheidende. Also was sehen wir hier? Ein Schachbrett und zwar gleich dreidimensional, nicht wahr? Das ist, als wäre das für uns auf dem Tisch. Da ist eine Säule offensichtlich drauf und wir sehen, dass hier auch Licht ist. Woher sehen wir es? Weil hier Schatten ist, also als wäre da oben rechts eine Taschenlampe. So, und jetzt kommt eine Frage an Sie. Nämlich, welches Feld ist heller, A oder B? Nun haben wir das jetzt hier nicht irgendwie mit einer Abstimmung vorbereitet. Das lohnt sich auch nicht. Also die meisten, nicht alle, aber die meisten, ich jedenfalls, würden sagen, Feld A ist heller als Feld B. So, und jetzt stelle ich einen anderen Kontext her, in der Form. Und da sehen Sie, dass diese beiden Flächen genau denselben Grauton haben. Schieben wir das wieder weg. Das hat sich geändert. Nur nochmal, um Sie zu überzeugen, dass es wirklich gleich ist. Ich schiebe jetzt mal in der Bildebene diese Kachel dahin. Sehen Sie, ist wirklich gleich, identisch in ihrem Grauton. Und wenn wir jetzt die Kachel dahin schieben, was passiert dann in der Bildebene? Mal schauen. Die scheint praktisch zu leuchten. Sie haben sicher schon gemerkt, woran das Ganze liegt, weil unser Gehirn hier oben rechts eben eine Beleuchtungsquelle vermutet und extrapoliert aus dem Schatten, engt unser Gehirn richtig weiter. Es ist nämlich, tritt hier die so eine Helligkeitskonstanz hervor und unten habe ich es hingeschrieben, unser Besehen ist eben weit mehr als ein Belichtungsmesser. Das misst nicht einfach Graustufen, sondern es zieht quasi die Beleuchtung ab. Das liegt ja im Schatten. Und wenn das im Schatten dieselbe Grauton hat wie das, dann muss es in Wirklichkeit heller sein als das, weil das ja mehr abkriegt als das. Klar? Also, unser Sehen ist mehr als ein Belichtungsmesser. Man nennt das Helligkeitskonstanz. Beurteile Materialien, Graustufen hier einfach korrekt, ob auch wenn sie gerade im Schatten sind oder nicht. Das ist richtig vorteilhaft. Das Ganze ist übrigens kognitiv unzugänglich, wie Polyschin das genannt hat, der gerade gestorben ist. Kognitiv unzugänglich heißt, es wirkt auch, wenn man es weiß. Also es wirkt auch noch auf mich. Und hieran möchte ich ein allgemeines Prinzip ansprechen, was ich von Jan Kundering gelernt habe. Also die Idee ist, wir haben einen Objektraum. Das ist das, wo das Objekt wirklich ist, wenn man auf dem Tisch steht. Eine Bildebene, das ist der Bildschirm in unserem Fall. Und dann haben wir ein Pictorial Space, wie er das nennt. Das ist im Gehirn, das ist also die innere Welt, das innere Bild von der Welt. Das ist das, was Kundering Pictorial Space nennt. Und wenn wir das jetzt mal hier anwenden beim Beispiel Schachbrettschattentäuschung, dann ist der Objektraum ein wirkliches Schachbrett in der Welt. Tatsächlich ist es so, dass Leute diese bekannte Schachbrettschattentäuschung wirklich nachgebaut haben. In Wirklichkeit kann man auf YouTube finden, sehr nett, gut gemacht. Und die Bildebene hier, also diese Bildebene, das ist jetzt die zweidimensionale Darstellung eben auf dem Bildschirm, die wir gerade gesehen haben. Hier ist sie nochmal. Und der Pictorial Space ist das, was wir sehen, was unser Gehirn daraus macht, was in die Augen reinkommt von dem Bild und dann im Gehirn interpretiert wird. Und nun habe ich ja die Frage gestellt, was ist heller? Das ist eigentlich eine gemeine Frage. Das ist eigentlich eine Fallenstellerfrage. Denn wenn ich das so frage, ist ja gar nicht klar, ob dieses heller sich bezieht auf die Bildebene
oder auf den Objektraum. Ja, das ist, was wir normalerweise machen, wenn wir die Frage hören, dass wir die Frage auf dem Pictorial Space beantworten. Und da ist eben die Helligkeit, Entschuldigung, da ist in dem Pictorial Space, wenn ich das unglücklich gemalt, machen wir nochmal schöner, da ist jetzt der Schatten abgezogen werden worden, eben dieser hier, und dann sagt man, das ist heller als das, weil damit korrekt die Materialeigenschaft angesprochen wird. Also in dem Sinne ist das überhaupt keine optische Täuschung oder so. Was hier passiert, ist eigentlich eine schlecht gestellte Frage an Sie gerade gerichtet worden, die gar nicht gesagt hat, was ist denn gemeint mit heller? Und das ist hier oben nochmal angesprochen. Diese ungenaue Frage vermischt dann nämlich Objektraum und Bildebene. Das erklärt auch ganz viele andere Täuschungen, unter anderem perspektivische. Und ich werde es gleich nochmal zeigen hier mit Farben, mit diesem bekannten Würfel von Bolotto. Und also das ist auch wieder computergeneriert, sieht aber sehr echt aus. Stimmt auch alles, könnte auch in Wirklichkeit so existieren. Und hier gibt es zwei Würfelflächen, die uns jetzt interessieren, diese beiden. Und die Frage hier wäre dann auch so, sind es dieselben Farbtöne oder welcher ist heller? Und ich denke, das geht Ihnen so wie mir. Das ist ein Orange, das ist ein helles Braun und das ist ein dunkleres Braun. Auch hier stelle ich jetzt wieder einen anderen Kontext her. Und da sieht es plötzlich so aus, dass diese beiden Brauntöne wirklich identisch sind. Sind sie auch in dieser Bildebene? Wenn wir jetzt wieder den vorherigen Kontext herstellen, dann ist es so, dass unser Gehirn jetzt nicht mehr die Bildebene interpretiert, sondern die Objektebene, also ein inneres Bild von der Welt aufbaut und dabei berücksichtigt, dass ja hier offensichtlich ein Schatten ist. Diese ganze Würfelseite ist ein Schatten. Offenbar ist von hier rechts oben wieder mal eine Beleuchtungsquelle. Und dann ist es klar, wenn das hier genauso hell ist, stark beleuchtet wie das hier, was im Dunkeln ist, dann muss das ein helleres Material sein. Und hier unten steht noch eine nette Erklärung dazu, die war irgendwie online zu finden. Da steht also, was ich jetzt wirklich blöd finde, the color tiles tricks you. Das geht hier nicht um einen Trick. Das ist, dass man denkt, das obere wäre dunkelbraun, während das hier ist yellow. Aber dann geht es hier weiter. In reality, dann fehlt hier noch ein Verb, in reality, both squares are the same color. In reality, das ist natürlich eine Frage, welche Realität ist gemeint? Sie wissen jetzt, wir würden hier gerne unterscheiden wollen zwischen Objektraum, das meint wahrscheinlich jede Scheibe, und Bildebene. Also die Bildschirmrealität, die ist schon, dass die beiden identisch sind. Aber wenn es einen Würfel gäbe in der Welt, der so aussieht, dann wäre in der Tat das heller. So, jetzt haben wir das ausführlich besprochen. Wieder war hier eine Vermischung von Objektraum und Bildebene, wenn man das als Täuschung oder als Trick oder so auffasst. Schwierigkeit ist nur eine Frage, wonach frage ich. Wir bleiben im Bereich Helligkeit. Hier geht es allerdings um Kontrast. Und während ich rede, dann schauen Sie doch bitte schon mal hier da hinten, den Blick gebannt da auf diesen Stern im Mittelmeer, wo ich jetzt hier ein bisschen rummale. Und gleich wechsle ich die Bilder und Sie bleiben, auch wenn das Bild wächst, trotzdem hier mit dem Blick hier. Und nur mit Ihrem inneren Auge vergleichen Sie beiden Bilder und merken, jetzt ja das rechte ist flau. Jetzt kommt das neue Bildpaar, bitte in der Mitte bleiben. So, das reicht eigentlich. Ich gehe davon aus, ich gehe vielleicht nochmal zurück, können Sie es nochmal probieren, dass wenn man dieses Bildchen ruhig anschaut, in der Mitte eben fixiert und dann kommt dieses Bildpaar, dass dann das rechte Bild, dieses hier, das ist diese Hokusai-Welle, sehr viel kontrastreicher aussieht als das, obwohl die beiden in Wirklichkeit identisch sind. Was hier passiert, ist sogenannte Kontrastverstärkungsregelung oder Contrast Gain Control. Immer haben wir im Nervensystem außen einen Außenreiz, hier wäre es der Reizkontrast, und wir haben eine neuronale Antwort, wie stark feuern die Neurone, wenn sie verschiedene Kontraststärken sehen. Das ist immer so eine sigmoide Kennlinie. Und was mit der passiert, die kann sich verschieben.
Das nennt man Adaptation, was hier oben hingeschrieben ist. Und damit passt sich die Kontrastkennlinie immer optimal an, damit die vorherrschenden Kontraste im Bereich des steilsten Teils der Kennlinie sitzen. Das ist besser, um Kontrastunterschiede gut zu sehen. Und je nachdem, wie der Umweltkontrast ist, geht diese Kurve hin und her im Bereich von Sekunden. Deswegen haben Sie eben eine Zeit lang diese Nachwirkung erlebt. Jetzt bin ich schon beim letzten Beispiel aus diesem Gebiet. Es geht auch wieder um Farbe. Hier sehen Sie, dass da draußen offenbar irgendwie so ein Ball rumfliegt. Wenn Sie dem folgen, ist es gar kein Ball, sondern eine graue Lücke, gell? Zur Alternative machen Sie jetzt mal was anderes. Sie schauen auf das Kreuz in der Mitte. Ganz ruhig den Blick hier hinhalten, wo ich so ein bisschen krackle. Und wenn Sie hier den Blick hinrichten, dann sehen Sie plötzlich einen grünen Ball draußen rumlaufen. Und wenn ich jetzt das Bild auf grau schalte, sehen Sie wahrscheinlich sogar eine ganze Kreiskette von grünen Bällen. Wenn Sie brav fixiert haben, ich gebe Ihnen nochmal die Möglichkeit zu fixieren. Sie schauen auf das Kreuz, ganz ruhig. Und jetzt hier sehen Sie eine Kette von Bällen. Das ist eine der wenigen Täuschungen, die wirklich im Auge stattfinden. Man kann die ganz gut verstehen. Sie müssen zunächst mal sich überlegen, das hier ist der Augenhintergrund. Stelle schärfsten Sehens in der Mitte, damit schauen Sie aufs Kreuz. Wenn Sie mal überlegen, was passiert hier zum Beispiel an der Stelle auf der Netzhaut im Auge. Die sieht diese lila Markierung, die ganze Zeit. Plötzlich kommt die Lücke grau vorbei, dann wieder lila, dann wieder grau. So ist der Zeitablauf. Und was dann passiert, ist, dass dann wieder eine Kontrastverstärkungsregelung passiert, hier aber im Farbbereich, also weil dauernd lila kommt, wird die Verstärkung für lila runtergeregelt. Und jetzt kommt Grau und lila Verstärkung bleibt niedrig und dann sieht man die Gegenfarbe grün. Und dann wird lila weiter runtergeregelt, bleibt adaptiert. Adaptation, das ist das Wort für diese Regelung. Es hat nichts mit Erschöpfung übrigens zu tun, wie manchmal gesagt wird. Stark adaptiert und dann kommt wieder Grau vorbei und wir sehen die Gegenfarbe. Das kann man im Farbraum sich auch noch deutlich machen. Das ist dieser XY. Farbraum mit den wirklich kaum zu verstehenden Koordinaten, das können wir jetzt hier nicht besprechen. Hier haben wir die Farborte, das ist unbunt, grau, das wäre für diese Lücke. Und diese Magenta, das ist etwa hier unten zu sehen. Und wenn das jetzt das System adaptiert, weil zumindest an dieser Stelle es adaptiert, ja, und dann verschiebt sich nämlich dieses ganze Koordinatensystem etwa so. Das kennen Fotografen auch als Weißabgleich. Und diese Verschiebung, die wir hier gerade gesehen haben, die passiert an verschiedenen Stellen der Netzhaut verschieden. Aber zumindest an allen, wo diese Magentaflecken sind, passiert sie gleich. Das Ganze gehört in den Bereich Farbadaptation, auch Umstimmung. Und man nennt es auch, also es gehört auch zur Farbkonstanz, dass wir ähnlich wie bei den Schatten eben Farben korrekt sehen können, unabhängig von der Beleuchtung. Das haben wir ja beim Würfel gesehen. Und das passiert im Auge. Das ist eine der wenigen Phänomene, die ich Ihnen vorstelle, wo man sicher weiß, das passiert hauptsächlich im Auge, und zwar in den sogenannten retinalen Ganglienzellen. Retina-Netzhaut des Auges. Ganglienzellen sind die dicken Zellen da drin, deren dünne Fortsätze dann über eine Zwischenstation direkt zum Sehzentrum gehen. Nochmal, nachdem Sie es jetzt gehört haben, können Sie nochmal schauen. Sie schauen auf das Kreuz, Sie sehen den grünen Ball, Sie folgen dem grünen Ball, ist er weg. Gut, das ist ein Phänomen im Auge. Wir haben damit den ersten Bereich hinter uns. Jetzt kommt räumliche Wahrnehmung, wo eben aus dem flachen Netzhautbild unser Gehirn einen Raum rekonstruiert. Und ich fange an mit diesem schönen Dürerbild, was ganz konkret zeigt, wie ein hier diese Gambe oder Laute im Objektraum, also in der Wirklichkeit, wie diese Schnur, die von da nach da geführt wird, und dann wird das Bild hier reingeklappt und dann, erstmal wird es weggeklappt, dann kommt die Schnur, dann merkt ihr sich den Punkt, dann wird die Schnur weggemacht, das Bild wird reingeklappt und markiert. So konstruiert man den Bildraum aus dem Objektraum. Und
weiß nicht, ob genau diese Laute, hier haben wir es nochmal, ja, Objektraum, Bildraum, ob dieses Bild von der Laute den Holbein, den Jüngeren, 10 Jahre später hier mit inspiriert haben, denn da haben wir genauso eine perspektivisch wunderbar gezeichnete Laute. Ein Bild ist alles großartig, die Person sowieso, Beispiele weltlicher und geistlicher Macht und alle Gegenstände hier das Wissen der damaligen Zeit versammeln und hier unten zum Beispiel die Noten kann man sogar lesen, obwohl sie perspektivisch leicht verzerrt sind. Das sind 2 Lieder von Martin Luther. Gut, alles toll in diesem Bild, bis auf das da unten. Das ist irgendwie vermasselt, denkt man. Der hat Holbein was Komisches gemalt. Was hat er da gemalt? Das kann man, will ich jetzt mal extrahieren. Da zeige ich Ihnen mal. Mal gucken, wo wir das hinkriegen. Klappt es? Ja, jetzt sehen Sie dieses untere Objekt alleine. Das ist dieses große Ding da. Und das ist offenbar verkippt. Wir können es ja mal rad kippen. Ja, wunderbar. Kann man auch nicht erkennen. Dann machen wir es wieder schief. Dann ist es auseinandergezogen. Versuchen wir es mal zusammenzuschieben. Das hilft auch nicht. Jetzt machen wir mal beides. Wir kippen und ziehen es zusammen. Und jetzt denke ich, dass bei den meisten von Ihnen es sagt, aha, ein Totenschädel. Ja, plötzlich ist der für uns erkennbar, woher war er nicht zu sehen. Warum? Weil er so gezeichnet war, als wenn man so ganz schräg von rechts oben flach aufs Bild drauf schaut, dann würde man den auch erkennen. Ich gehe jetzt aber zurück zur Präsentation und jetzt schauen wir sozusagen quasi von hier auf das Bild. Das sieht man im nächsten, das ist hier im Museum aufgenommen und da ist dann dieser Totenschädel ganz deutlich. Dafür sind die anderen Dinge jetzt natürlich verzerrt. Und das ganze Verfahren nennt man eine Anamorphose, wurde viel verwendet in der Kunst, auch heute noch kommt es vor. Und hier haben wir tatsächlich sogar 2 Bildebenen in einem Bild. Eine, die, wenn man so auf das Bild drauf schaut, dann sieht man die Szene und der Totenkopf erscheint dann verzerrt und so schräg ist der Totenkopf dann richtig zu erkennen. Ein Objekt auf 2 Kamerapositionen. Und diese Anamorphosen werden als anamorphe Bannwerbung auch heute noch verwendet. Da ist doch gerade sowas aktiv. Und da ist in den Stadien sind solche merkwürdigen Bahnen ausgelegt. Und wenn man die aber aus der richtigen Richtung anschaut, und die wissen ja, wo die Kameras des Fernsehens sind, dann sieht das so aus. Also zum Beispiel diese schwarze Ecke da, ja, das ist die da. Und aus der richtigen Richtung, so ein bisschen von hier aus geguckt, dann scheint das senkrecht aus dem Stadionboden herauszuwachsen. Sehr pfiffig. Und das bringt mich jetzt zu Roger Shepard, ein Wahrnehmungspsychologe, den ich sehr bewundere. Der hat tolle Sachen gemacht. Der konnte übrigens unter anderem auch selber hervorragend zeichnen. Diesen schönen Elefant, wo man sich fragt, wie viele Beine hat der denn jetzt wirklich? Der hat er selber gemalt oder das hier. Und da hat er mir auch selber erlaubt, dass ich dieses Bild verwende. Und das nehmen wir jetzt mal rausvergrößert. Da sind diese Monsterchen. Und hier habe ich da, jetzt sind die beiden Monster da und sind schon ganz ungeduldig, die wollen irgendwas machen. Also okay, nehmen wir mal das Monster und schieben es hier nach vorne. Und es wird kleiner und kleiner. Und außerdem viel netter. Sehen Sie, das schaut viel freundlicher als das Monster hin, das ist viel böser. Ja, was hier passiert, Sie kennen das natürlich schon, das habe ich oft genug gesagt. Wir haben einen Objektraum, den wir gar nicht kennen, aber wir haben einen Bildraum. Und wenn wir im Bildraum etwas verändern, dann stimmen natürlich die Größenzuordnung nicht mehr. Wenn dieses Monster im Objektraum näher käme, dann würde es natürlich wachsen. Weil das aber gleich bleibt und man Wachsen erwartet, scheint es kleiner zu werden. Sehr pfiffig. Begriff hier ist Größenkonstanz und das hat auch Shepard sehr schön hier auch noch ein bisschen ironisch gezeigt. Hier haben wir natürlich wieder mal eine Manipulation in der Bildebene und kein Objektraum. Das löst den Effekt aus. Das bringt mich auf den kleinen Drachen. Das hat man. Meine Tochter hat mir fotografiert, als ich ganz viele gebaut habe. Ich will die Ihnen jetzt nicht mehr zeigen. Ich habe hier so einen Drachen, den wir auch richtig rumhalten.
So, also sehen Sie, das ist ein sehr hübscher kleiner Drache. Der ist mal veröffentlicht worden im Kontext von Gathering for Gardner. Gardner war ein fantastischer Autor der Mathematik und Puzzles und so weiter. Auch ein ganz wichtiger Skeptiker, Zauberer war er auch noch. Hat im Scientific American viel geschrieben. Okay, und dieser kleine Drache, der hat die folgende Eigenschaft. Ich drehe ihn nun mal. Schauen Sie mal, wo ich ihn drehe und wie er den Kopf dreht. Er dreht den Kopf anders, als ich den Sockel drehe. Wie geht das? Ist das Ding aus Gummi oder was? Tatsächlich ist alles nur aus Pappe und es liegt daran, dass es ein Hohlkopf ist, um es genau zu sagen. Jetzt sehen Sie, jetzt ahnen Sie es. Dieser Kopf hier ist nämlich nach innen eingedellt. Ja, wenn ich ihn aber zurückdrehe, sieht er aus, als wäre er ausgedellt. Denn das ist das Wahrscheinlichere, dass hier jemand so einen Hohlkopf gebaut hat. Ich deute jetzt nach innen, das können Sie, glaube ich, gar nicht richtig erkennen, dass das eine Innenecke ist, also ein Hohlkopf. Das kommt selten vor. Naja, so selten vielleicht auch wieder nicht, aber jedenfalls bei Drachen kommt es selten vor. Und das wird deswegen gar nicht wahrgenommen. Und wenn ich das jetzt dann drehe, ist es ganz normal. Bewegungsparallaxe können wir jetzt nicht im Detail verstehen, aber das ist reine Geometrie, dass sich dann der Kopf gegen dreht. Das Ganze hat übrigens auch der Maler Patrick Hughes, ach, das ist jetzt seitenverkehrt, ist ja blöd, kann man seinen Namen nicht finden, aber ich habe ein Bild von ihm, ich habe ihn mal in seinem Studio besucht in London, und zweimal, da sieht man ihn, man muss ihn natürlich auch sehen, ja, man sieht ihn, und der macht diese tollen Dinger, warum sind zum Beispiel hier in Venedig, die sind auch nämlich auf dreidimensionalen Leinwänden aufgebaut, und wenn man sich davor hin und her läuft, dann scheinen die sich zu bewegen. Ich habe hier auch sowas im Wohnzimmer. Das heißt Umkehrperspektive. Also, das ist einfach, na, so einfach ist es ja nicht, aber was hier passiert ist, unser Gehirn rekonstruiert. Das Wahrscheinlichste, und dass so ein Drache eingedellt ist, kommt eben selten vor. Und das hier nochmal ein bisschen formalisiert, das ist eigentlich mal ein Theoriebild von der Außen- zur Innenwelt. Wir haben draußen die Welt und wir haben das Netzhautbild im Auge hier. Und dann geht es hier die Sehbahn hoch und wird auch komprimiert. Wir verlieren Informationen. Und dann kommt hier im Gehirn die innere Repräsentation. Dann in unserer Nomenklatur, die wir gerade entwickelt haben, dann wäre das der Objektraum, das ist die Bildebene oder ungefähr so wie die Bildebene. Und das ist der Pictorial Space, also der innere Sehraum. Und jetzt aus wenig Informationen das wieder zu rekonstruieren, ist ein inverses Problem. Ja, also wie sollen wir es schaffen, eine Welt zu sehen, obwohl wir nur ganz wenig Informationen reinkriegen? Das ist eigentlich nicht lösbar. Man kann es aber nähern. Und zwar zunächst mal, das hier ist Physik oder eigentlich nur Geometrie, also es ist Abbildung. Und das Ganze von vorn bis hin ist durch die Erfahrung gekoppelt. Das sehen Sie, da kommt nämlich schon ein bisschen nachher die Zigarre vom Anfang ins Spiel. Also, Bayes, ein Geistlicher, hat die Bayesche Wahrscheinlichkeitstheorie entwickelt, was hier anwendet. Ich mache es mal leichter, aber gib kurz mal eine Formel. Also, die muss man so lesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Welt eine Szene vorliegt, da man Objekt oder so, gegeben, diesen Strich lesen wir es gegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Szene vorliegt, gegeben, das Bild, was hier oben ankommt, das ist ja nicht lösbar, das ist zwar proportional dem Produkt, da ist ein Produkt von zwei Wahrscheinlichkeiten. Hier ist ein P, da ist ein P, P für Probability. Also nehmen wir es hinter zuerst. Diese Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Szene überhaupt vorkommt. Und um hier in unseren Beispielen zu bleiben, dass eine Zigarre in einer Wand genau passend steckt, kommt selten vor. Bis nie. Ja, deren Wahrscheinlichkeit würde null sein. Andere Wahrscheinlichkeiten, dass Ihr Rechner oder was immer Sie benutzen, um das hier zu sehen, auf einem Tisch steht, ist ziemlich hoch. Also viele Objekte intern im Gedächtnis haben verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Und dann gibt es hier noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bild entsteht, gegeben diese Wahrscheinlichkeit. Wir klappern sozusagen alle Szenen durch und überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bild entsteht, was wir nämlich gerade rein hier oben ankommen lassen. Und
Die Szene, wo das Produkt hier am Markt am größten ist, das ist das Wahrscheinlichste. Das sehen wir. So, das ist die Bayesche Wahrnehmungsdeutung, wie es hier steht. Bayesche Wahrnehmungsdeutung, das, oder heute nennt man es auch manchmal Predictive Coding, es ist aber im Wesentlichen dasselbe. Mache ich jetzt nochmal anschaulicher. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf der Netzhaut, na, das wollte ich nicht malen, ich wollte es zeigen. Auf der Netzhaut haben Sie so eine Figur. Ja, man könnte sagen, es sind ein paar Linien, oder man könnte sagen, es sind drei Parallelogramme, oder Sie würden es vielleicht auch sofort als Würfelecke ansprechen. Naja, zunächst mal ist es flach. Und das geht jetzt die Seebahn hoch. Also dieses Bild entsteht zum Beispiel, wenn wir in der Welt wirklich eine Würfelecke haben. So, das geht jetzt die Seebahn hoch, kommt oben im Gehirn an. Das Gehirn sagt mit seiner Erfahrung, ja, weiß schon, sowas entsteht immer, wenn eine Würfelecke da ist. Also sehen wir wahrscheinlich gerade eine Würfelecke. Und andere Objekte, sagen wir mal, hier hat jemand mit Büroklammern gespielt, die zufällig genau dieselbe Projektion haben, die werden dann eben nicht gesehen, sondern das wahrscheinlich sind die Würfelecke, nicht? Und was hier auch käme, wäre eben eine Würfelecke umgekehrt orientiert, die hätte auch dieselbe Projektion. Das passt zu dem kleinen Drachen, den wir gerade gesehen hatten. Und um es noch anschaulicher zu machen, zeige ich Ihnen dieses Bild hier. Was sehen wir da rechts? Ich denke, viele würden sagen, ich sehe eine Hand. Dann könnte man jetzt rummosern und sagen, na ja, erstmal sieht man ja nur hier viele schwarze Pixel und da sind gelbe Pixel. Gut, die haben sich irgendwie strukturiert. Und dann ist es auch keine Hand, sondern der Schatten einer Hand. Ja, Sie sehen also, dass wir gleich immer zu Interpretationen springen. Und das ist auch normalerweise genau das Beste, um die Szene korrekt und auch schnell vor allen Dingen zu beurteilen. Hier haben wir allerdings eine ungewöhnliche Situation. Was hier nämlich passiert ist, ist, dass ein Kaninchen Schattenspiele gemacht hat. Das kommt vor, aber sehr selten. So eine Situation haben Sie wahrscheinlich noch nie in Wirklichkeit gesehen. Ich übrigens auch nicht. Und deshalb sehen wir in diesem Schatten kein Kaninchen, sondern eine Hand, was viel häufiger ist. Also, damit ist das jetzt ausreichend oft angesprochen worden. Dieses wunderbare Beispiel stammt übrigens von Robert Cassati. Der ist in Paris und der Direktor beim CNR, ein Buch über Schatten. Die Geschichte eines Rätsels im Schatten, und er machte auch eine Art Rechtfertigung für Schatten, die seiner Meinung nach immer viel zu schlechte Presse hatten. Gut, damit bin ich fertig mit dieser Theoriestunde und wir kommen zu Winkeltäuschung, wo ich ein Freiburger Bild Ihnen als erstes zeige. Wir haben hier eben im Freiburger Münster, diesen Bogen, und da ist jetzt zufällig gerade ein Laternenpfahl davor. Und wenn man sich das so anguckt, da glaubt man ja nie, dass dieser Bogen irgendwie dahin passen kann, da oben. Nicht wahr? Also mir geht es jedenfalls so. Und wenn wir den jetzt ein bisschen verschieben, dann scheint der hier nicht da dran zu passen. Tatsächlich allerdings passt das sehr wohl. Wenn man es durchscheinen macht, dann sieht man es. Hier haben wir einen Fall von der sogenannten Poggendorf-Täuschung, die man typischerweise hier kennt. Also irgendwie ein Hindernis verdeckt diesen schrägen Besen, der da steht. Und man glaubt nicht, dass der Besen da weitergeht. Also ich sehe ihn irgendwie hier weitergehen, aber tatsächlich ist er so richtig. Und das auf dem Bogen angewendet, gibt diese hübsche Winkeltäuschung. Die ist ja nett, aber eher schwach. Eine sehr viel stärkere ist die, Victoria Sky, eine Amerikanerin, die hat diesmal vorgestellt. Ich zeige Ihnen das nochmal so, dass man es manipulieren kann. Das wollte ich nicht. Dann gehen wir mal hier hin. Also, das habe ich nachgebaut. Und hier kann man jetzt mit rumspielen. Insbesondere kann man zum Beispiel erstmal diese Dekorationen abmachen. Die sind nämlich gar nicht wichtig. Eindeutig sind die blauen Linien schief. Wenn ich jetzt diese kleinen Schachbretter, die hier sind, entferne, sind die Schienen gerade. Die blauen. Ja, nicht? Jetzt mache ich die wieder hin. Und jetzt ändere ich noch was anderes, nämlich die sind immer abwechselnd oben schwarz, oben weiß, oben schwarz.
Diese Abwechslung schalte ich ab. Hier sind alle mal oben schwarz. Und daraufhin sind die Linien parallel. Darker Effekt, den ich nicht verstehe. Das Bild ist ja auch relativ kompliziert. Ich glaube, es gibt auch noch keinen anderen, der es richtig versteht bislang. Ich habe kürzlich dazu eine Variante gefunden von David Flye, die ich auch nachgebaut habe. Das muss man hier schon richtig machen. So. Weil die noch einfacher ist. Das war die falsche. Ah, hier ist er. So. Also. Jetzt sind diese Reihen von Kreisen völlig parallel. Und jetzt mache ich die Linien dazu und sofort erscheint die schief. Also eine kleine Änderung. Ich verstehe nicht wirklich, wie es funktioniert. Einfache Unschärfe ist es nicht. Was hier, die Helligkeiten sind wichtig. Also wenn man die Helligkeiten kann man hier nämlich ändern. Wenn ich hier zum Beispiel die... jetzt habe ich, also ich mache jetzt jeden zweiten Kreis mache ich dunkler. Jetzt ist er ganz so wie hinter uns, wird immer heller. Jetzt ist der Effekt weg. Alle parallel und hier etwa ist die maximale Schiefe und da sind sie parallel. Also kann ich noch mehr rumspielen. Es bleibt dabei, dass ich nicht wirklich verstehe, wie diese Täuschung funktioniert, aber spannend ist sie und das wird sich vielleicht auch nächstens klären. Wäre toll. Ich komme, sind wir in der Zeit, zu Gestalt. Was könnte gut? Na doch, ich kann hier ein bisschen was. Zunächst mal Test. Sehen Sie noch das Objekt in der Mitte? Nicht wahr? Die Zigarre. Wenn Sie es noch sehen, dann hat es geklappt. Ihr Gehirn hat sich zumindest jetzt für eine halbe Stunde verändert und ich sage Ihnen, das bleibt auch so. Ja, das war die Zigarre. Und dann hier mal so Gestaltfunde aus dem Internet, sehr hübsch. Dieses Bild hat eine Mutter zufällig in ihrem Fotos gefunden und war völlig entsetzt, dass ihre Tochter versunken war. Hier haben wir einen Fall von falsch zugeordneter Perspektive. Ich weiß nicht, ob Sie es schon sehen. Da ist nämlich eine Kante. Ja, also hier verläuft eine Kante und diese Ellbogen, der stützt sich auf und danach geht es runter, sodass die Füße sich in normaler Tiefe stehen, wenn wir es denn sehen würden. Und weil das Stein der oberen Kante sehr ähnlich ist dem Pflaster da, wird es als Kante nicht ausgemacht und schon kommt eine Fehlzuordnung, dass die Mädchen aus dem Pflaster wächst. Ja, das ist bei dieser Information ja auch wirklich eine optisch wahrscheinliche Interpretation, wenn es auch natürlich eher unwahrscheinlich ist, dass sowas vorkommt. Nochmal was Hübsches von Paul Noth, ein Karikaturist, der herrliche Sachen macht. Das habe ich auch seinen Internetauftritt, der hier steht, und Sie auch schauen, gefunden. Hier hat er hübsch zwei Täuschungen kombiniert. Also da hinten, das ist die Ente-Kaninchen-Täuschung. Ich weiß nicht, was Sie da sehen. Wenn Sie eine Ente sehen, dann ist das der Schnabel, Kopf, Hinterkopf, ja. Man kann aber auch sagen, das ist ein Kaninchen, dann ist das hier das Maul, das ist gerade ziemlich zu. Oh, immer noch Auge und jetzt sind das die Ohren. Beides ist möglich. Wenn man einmal beides kennt, kann man dazwischen den hin und her schalten, aber eigentlich nicht beides gleichzeitig sehen. Was Sie als erstes sehen, hängt übrigens ein bisschen von der Jahreszeit ab. Mein Freund Peter Bruger hat tatsächlich da mal eine Studie durchgeführt und gefunden, dass Ostern hier eher Kaninchen gesehen werden. Gut, aber damit ist das Bild ja noch nicht zu Ende. Paul Noth hat sich noch mehr dabei gedacht. Dieser Schatten hier wird von einer Dame erzeugt. Und wenn Sie mal schauen, was ist das, eine alte oder eine junge Frau? Beides ist möglich. Auch ein bekanntes Bild, was er hier mit eingebracht hat. Also wenn das eine alte Frau ist, dann ist das ihr Mund, das ist ihr Kinn und sie schaut auf die Hände. Ja, dann ist das hier die Nase und da ist ein Auge, das andere guckt so ein bisschen noch raus. Es könnte aber auch eine junge Frau sein, die guckt nämlich nicht auf die Hände, sondern die guckt auf den Bildschirm und dann ist das ihr Ohr und da hinten ist ihr Näschen und das ist ihr Kinn hier. Ich weiß nicht, ob Sie beides sehen können. Da ist übrigens im Chat eine Mitteilung. Kann ich die selber lesen? Mal gucken, ist es interessant? Ach so, ja, Rainer Schall, ihr könnt Fragen an mich stellen. Könnt ihr, genau. Also, das ist also einfach wunderbare Gestaltphänomene. Hier sind die Figuren eben so
gezielt manipuliert worden, dass sie zwei gleichwertige Interpretationen erlauben. Und dann ist die Regel, sehe immer das Wahrscheinlichste natürlich in etwas in Nöten. Wir gehen weiter. Das ist jetzt was sehr viel Ernsteres. Das passt jetzt gerade in diese schreckliche Zeit, wo die russische Armee die Ukraine überfallen hat. Und dieses linke Bild, also das Bildausschnitt, den wir sehen, der sieht jetzt sehr schlimm aus. Jetzt verschiebe ich den Bildausschnitt. Das sieht dann plötzlich viel freundlicher aus. Und wenn wir das Ganze ansehen, sehen wir, dass dieses Gewehr offenbar gar nicht von der Person da getragen wird. Also hier sind immer noch viele Interpretationen möglich, aber das soll zeigen, wie leicht es ist, mit Bildern zu manipulieren. Nun gibt es natürlich heute die Deepfakes, das ist ja alles noch viel schlimmer, aber schon allein durch Wahl des Bildausschnittes kann man völlig unterschiedliche Wahrnehmungen beim Betrachter auslösen. Und damit komme ich jetzt auf den letzten Bereich zur Bewegungswahrnehmung. Sie sehen, das Ende ist nahe. Bewegungswahrnehmung ist was ganz Wichtiges. Das haben alle Tiere, die sehen können, die haben alle Bewegungsdetektoren. Farben sehen haben nicht alle Tiere, aber Bewegungssehen. Wenn Sie zum Beispiel eine Fliege wären und Sie fragen, ob in dem oberen Bild, vom oberen zum unteren Bild, die gerade 20 Millisekunden auseinander sind in der Zeit, dieser Molch oder Lurch oder was immer das sein, sich bewegt hat und dabei ist, sie zu fangen, dann ist das aus diesen Bildern statisch kaum zu erkennen. Vielleicht hat sich das Pfötchen hier ein bisschen bewegt. Wenn wir jetzt aber dieses Bildpaar in Ihr Bewegungssystem stecken, in Ihrem Gehirn haben Sie, bei Menschen ist das im Cortex und nicht etwa im Auge, sind im Gehirn sind Bewegungsdetektoren und die springen auf diese winzigen Unterschiede an. Ich mache das hier, ich zeige die einfach abwechselnd. Sind genau die beiden Bilder von oben bloß abwechselnd und da springt Ihr Bewegungssystem an und sieht eine Bewegung. Ganz deutlich, das ist hier eigentlich eine sogenannte Scheinbewegung, weil es ja nur zwei Bilder sind. Wir haben ja fast das Gefühl, es dazwischen auch Bewegungsphasen zu sehen. Und das ist die Basis von allen Bewegungen, die Sie sehen im Kino oder auch jetzt auf allen digitalen Medien. Und diese Bewegung, Bewegungsdetektoren in unserem Gehirn, die haben eine besondere Eigenschaft, sie adaptieren auch. Und damit sie adaptieren, zeige ich Ihnen jetzt hier diesen Thanksgiving-Topf. Also Sie schauen bitte auf diesen kleinen Truthahn da in der Mitte, ja, den Blick. Und währenddessen erzählt hier ein Amerikaner, wie man da diese Truthahnbrühe bereitet. Also ich habe den Ton da rausgeschnitten. Also der redet unglaublich viel über den Salzgehalt und es muss warm sein und wieder kalt werden und abkühlen und zwei Tage vorher am besten. Und also eine ganz komplizierte Angelegenheit. Ich selber bin leider völlig inkompetent, was Kochen angeht. Ich bin eher für das Gegenteil von Kochen zuständig. Und jetzt, wenn Sie gut fixiert haben, dann ist dieser Truthahn für Sie in Bewegung. Dieses Bild ist auf einer dieser asozialen Netzwerke gezeigt worden und da gab es ein wildes Tohuwabohu, woher das käme, dass der Truthahn sich bewegt. Was hier passiert ist, ist, dass weil dauernd sich das so in eine Richtung bewegte, sind die Bewegungsdetektoren adaptiert, nicht ermüdet, adaptiert und ziehen sozusagen diese Bewegung ab. Und wenn dann ein ruhiges, statisches Bild kommt, sieht man eine Scheinbewegung in Gegenrichtung, die Aristoteles schon teilweise aufgefallen ist. So, noch ein, ich glaube, ich bin in der Zeit eher spät. Ach nee, doch nicht, ich bin überhaupt nicht spät in der Zeit, ich bin sehr gut. Dann zeige ich Ihnen noch diese hübsche Tap, Tap, Tap oder Stepping Feet Täuschung. Da gehe ich wieder in einen anderen Modus. Da müssen wir hier rein und rein. So. Also, Sie sehen da ein gelbes und ein blaues Füßchen. Die bewegen sich abwechselnd hin und her. Bewegen sich wirklich abwechselnd? Ja, sieht für mich eindeutig so aus. Wenn ich jetzt die Helligkeit des gelben Fußes ändere, sehen Sie, die gehen vollkommen parallel. Das, man kann auch das Gitter, sehen Sie, die Schwäche am Kontrast, die bewegen sich völlig parallel. Dann mache ich das Gelbe wieder genauso hell etwa wie den fast weißen Hintergrund. Das ist irgendwo hier, mal sehen, da wird es optimiert. Ja, dann haben wir wieder die Situation, dass die abwechselnd
tap, tap, tap zu machen scheinen. Woran liegt das? Das kann man wieder ganz gut verstehen. Also die Füßchen bewegen sich und nun ist das so konstruiert, dass die Vorderkante des blauen Fußes dieselbe Helligkeit hat wie der dunkle Gitterstreifen. Der Farbton ist etwas anders, aber die Helligkeit ist dasselbe. Und unsere Bewegungsdetektoren sind näherungsweise farbenblind. Die Farbe wird von anderen Nervenzellen im Gehirn erledigt. Und Bewegungssehen ist fast farbenblind und deswegen wird diese Vorderkante überhaupt nicht gesehen von Bewegungsdetektoren. Deswegen wird hier keine Bewegungswahrnehmung ausgelöst in dieser Phase, auch von dem hinteren Ende des Fußes nicht. Dagegen die Vorderkante im gelben Fuß auf der dunklen Gitterlinie, die triggert die Bewegungsdetektoren deftig an, denn hier haben wir einen kräftigen Helligkeitsunterschied. Und wenn wir eine Phase haben wie hier, wo die Vorderkante, oh, jetzt habe ich das Spiel gemacht, das, wenn wir diese Phase haben, dann ist jetzt die Vorderkante, hat einen kräftigen Helligkeitskontrast. Das heißt, hier wird der blaue Fuß vom Bewegungssystem gewürdigt, dass er vorwärts geht und jetzt scheint der gelbe zurückzubleiben. Hier steht es nochmal, das Bewegungssystem ist farbenblind. Ich habe es extra immer gesagt, näherungsweise farbenblind, denn wie alles ist auch das komplizierter, wenn man genau hinguckt, aber es stimmt schon so ungefähr. So, das war eine weitere Eigenschaft des Bewegungssystems und jetzt komme ich zu einer Täuschung, die mich ziemlich geärgert hat. Also Akiyoshi Kitaoka, ein Meister zwischen Täuschungen, hat diese Drifting Spines erfunden, muss ich sagen, erfunden oder entwickelt. Und ich weiß, ob Ihnen das geht so wie mir. Ich guckte darauf und das mittlere Ding scheint fürchterlich hin und her zu zittern. Wenn Sie schaffen, mal ganz ruhig zu fixieren, oder ich mache hier mal eine Marke hin, Sie sehen, das ist absolut fest, da ist nichts, was sich auf dem Bildschirm bewegt. Wenn Sie den Rechner oder was immer Sie vor sich haben, ein bisschen wackeln, dann ist das noch stärker ausgeprägt. Und ich hatte zur Erklärung dieser faszinierenden Wackelbewegung eine großartige Theorie entwickelt. Brillant, einfach, ohne Voraussetzung, wunderbar, genial geradezu. Und habe da auch ein Paper drüber geschrieben, eingereicht und hat ein Gutachter mich darauf hingewiesen, dass sie an einer wichtigen Stelle eine falsche Vorhersage macht. Und er hatte recht. War wirklich falsch, musste die Theorie fallen lassen und habe daraus ein Paper gemacht, das heißt dann jetzt A Failed Attempt to Explain Relative Motion Illusions. Und dabei, deswegen hat sich das auch gelohnt, habe ich sozusagen aus Versehen eine praktisch neue Täuschung gefunden. Ich hatte mir nicht überlegt, das ging noch aus meiner fehlerhaften Theorie hervor. Was wäre denn das einfachste Muster, was nach Vorhersage der Theorie die Täuschung auslöste und kam dann hierauf? Das ist wirklich viel einfacher als die Spines eben. Und auch da können wir nochmal mit rumspielen. Was ist denn hier? RMI, Relative Motion Illusion. Okay, also, ich hoffe, das geht auch bei Ihnen so, dass vor allem, wenn Sie Kopfbewegungen machen, Augenbewegungen, dass dieses mittlere Quadrat zu wackeln scheint. Ich werde nochmal das Ganze schütteln. Ja, und dann haben Sie vielleicht auch wie ich das Gefühl, dass das äußere Hintergrundmuster und das innere Karo, auf der Spitze stehende Karo, sich unterschiedlich bewegen. Hier kann man jetzt viel rumprobieren. Man kann zum Beispiel den Winkel da der Linie ändern, wenn es jetzt parallel ist, ja, dann gehen die praktisch gleich. Okay, jetzt machen wir es mal wieder wie vorher. Man kann auch mehr experimentieren, was ich sehr faszinierend finde, wenn ich das auf Äquiluminanz stelle. Also Farben gleicher Helligkeit, ähnlich wie eben bei den Füßchen. Dann ist diese Bewegungstäuschung fast weg. Gehen wir mal raus, da wackelt es und hier für mich nicht. Also alles wackelt jetzt natürlich, aber es wackelt nicht das Zentrum unterschiedlich wie das Umfeld. Und das ist umso bemerkenswerter, weil wenn man ein anderes bekanntes Muster, die sogenannte Uchi-Muster nehmen, lange Geschichte, kann man jetzt nicht erzählen, da ist jetzt auch eine Täuschung, die ist auch da ein bisschen schwächer, aber klar finde ich, dass das mittlere anders wackelt als das äußere. Und wenn ich das jetzt auf Äquiluminanz stelle,
dann ist verblüffenderweise der Effekt immer noch zumindest näherungsweise da. Ja, also hier scheint die Impulinanz weniger Effekt zu haben als bei dem hier. Und das zeigt, wie kompliziert das ist. Wahrscheinlich sind doch verschiedene Mechanismen da im Spiel. Also das hier gibt es jetzt eine gute Erklärung, die war schon in der Literatur, die hatte ich nur nicht gemerkt. Ja. Und das habe ich natürlich auch in dem Paper dann geschrieben. Das ist aber zu kompliziert, als jetzt zu erzählen. Wir haben aber doch das Phänomen genossen. Damit bin ich jetzt tatsächlich hier fertig mit meiner Klassifikation Liste und den Beispielen, die ich da gewählt hatte. In dem Buch sind 50 solche Sehphänomene dann dargestellt. Und ich habe also das Buch habe ich jetzt vergessen, ich wollte es Ihnen eigentlich hier hinhalten. Es liegt irgendwo, also dann lohnt es Ihnen, dann will ich es auch nicht. Das sieht halt so aus, wie Sie es eben gesehen haben. Aber ich möchte auf einen Eigenschaft hinweisen, wie das aufgebaut ist. Das sehen Sie oben. Man klappt das also im Querformat auf und dann sehen Sie rechts immer das Bild. Das Phänomen hatten wir sogar vorhin besprochen. Und auf der linken Seite dann jeweils ist das die Erklärung dazu. Und als kleine Sahnehäubchen obendrauf ist da ein QR-Code und mit dem QR-Code kommt man direkt zu der Internetseite, auf der man an dem Phänomen noch was rumbasteln kann. Das heißt, man hat sowohl das Buch als auch die dynamischen Möglichkeiten bei Bedarf. So, Sie erinnern sich an die Wand, ja, Sehphänomene als Wahrnehmungstäuschen und so weiter. Das würde ich sagen, alles ist eine Illusion, aber sie funktioniert sehr gut. Ja, diese Illusionen sind eben so gebaut, dass sie normalerweise hervorragend funktionieren, diese Erfindungen der Sinnesorgane. Und nur in seltenen Fällen, wie wir sie jetzt aber extra hergestellt haben, geht es mal schief. Und das ist unterhaltsam und es erlaubt auch, dass wir Theorien über das Sehen testen können und vielleicht manches besser verstehen. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Mitdenken. Ich werde dann hier mal meine Präsentation beenden und wir können noch plaudern. Gut. Ja, vielen Dank, Michael Bach, für den schönen Überblick und für die tollen Effekte. Ich sehe noch keine Fragen im Chat, die sind aber jederzeit willkommen, ebenso wie persönliche Wortmeldungen natürlich willkommen sind. Ich habe einige Fragen auf meinem Zettel und vielleicht starte ich die Diskussion einfach zunächst zum Vergleich mit dem Buch. Also das Buch ist ja für ruhige Abende eine gute Gelegenheit, sich das eine oder andere nochmal anzuschauen. Aber jetzt in der Präsentation hatten wir auch einige dynamische Effekte. Das ist natürlich in einem Buch so nicht abzudrucken. Da müsste man dann auf deine Homepage schauen, wo ja viele dieser Dinge verlinkt sind. Kann man denn was Allgemeines dazu sagen, was dynamische Effekte von solchen statischen Abbildungen unterscheidet, etwa in den Mechanismen? Ja. Das ist gar nicht so viel unterschiedlich, denn insbesondere sind im Buch auch eine Reihe von Sachen drin, wo dynamische Effekte auf Papier funktionieren. Also zum Beispiel, indem man einfach näher dran geht ans Papier, dadurch wird eine bestimmte Täuschung ausgelöst. Oder eben diese, sagen wir mal, Wackeltäuschung, ja, die geht ja auch genauso auf Papier. Und dieses regelmäßige Schütteln, was ich da eingebaut habe, das kann man ja auch mit dem Papier machen. Es gibt natürlich Dinge, da wäre jetzt die Bewegungsnachwirkung, also da, wo wir diesen Truthahntopf gesehen haben. Ja, oder das geht jetzt auf Papier fast gar nicht. Ich habe das früher mal, ich habe es sogar selber gesehen, dann auch mal probiert. Da hat jemand einen Projektor genommen und hat dann so Papier ausgeschnitten und da drauf gelegt und es versucht, ganz gleichmäßig zu drehen, weil es damals noch nicht so tolle Sachen gab. Also im Prinzip könnte man versuchen, sowas auf Papier und Buch ganz gleichmäßig länger zu drehen. Da muss man halt eine halbe Minute drehen, damit man einen schönen Nacheffekt hat. Da geht's, also es gibt eine Reihe von Sachen, die gehen nur gut. Oder
die gehen nur gut dynamisch, auch was ich gezeigt hatte, diese Farbnachwirkung, wo dann diese grüne Ball draußen rumlief, das spezielle Ding geht nur dynamisch, aber es gibt auch viele Farbnachwirkungen, die letztlich auf denselben Mechanismen beruhen, die dann auch statisch funktionieren. Also das natürlich ist, ja, ich habe eigentlich jetzt genug geantwortet. Ja, prima. Das ist ein wichtiger Hinweis, dass man natürlich dynamische Effekte erzielen kann durch die eigene Relativbewegung zum Buch. Das ist sicher richtig. Unterdessen gibt es eine Bemerkung im Chat. Einem unserer Teilnehmer fehlt die Berücksichtigung der Transduktion. Ja, ich nehme mal an, da geht es um die Phototransduktion vom Photon bis zum Rezeptorpotenzial im Photorezeptor. Es ist nicht näher erläutert, gehen wir mal davon aus. Ja, und also ich wüsste nicht, warum ich das jetzt berücksichtigen müsste, speziell für unseren Kontext. Ich meine, da müsste man ja alles berücksichtigen. Es geht ja vorher schon los, man hat... Erstmal muss Licht das Auge treffen, dann muss es die richtige Wellenlänge haben, dass es durch die Vorderkammer durchgeht und dann muss es durch die Linse durchgehen, das lässt dann Ultraviolett nicht weiter und so weiter. Und auch, also es gibt auch meines Wissens keinerlei Phänomene, die im Bereich der Phototransduktion so beobachtbar sind, außer die Tatsache, dass die beim Sehen immer dabei sind. Okay, also es sollten nicht die Mechanismen des gesamten Sehsinnes erläutert werden, sondern es ging speziell ja um Täuschungen. Das ist dabei, glaube ich, zu berücksichtigen. Es gibt eine persönliche Nachfrage des Teilnehmers Herbert, der sagt, beim Phänomen Lilla Jäger habe er keine Nachwirkung gehabt und er fragt, ob das an einer Rot-Grün-Blindheit oder Rot-Grün-Behinderung liegen kann. Ja, das kann sein. Auf dem Internetauftritt habe ich da andere Farben. Also letztlich funktioniert das Phänomen sogar auch mit Schwarz-Weiß im Schwarz-Weiß-Bereich. Und da, Herr Herbert, müssten Sie das auch sehen. Ja, Sie könnten verschiedene Farben probieren oder Sie stellen das einfach auf unbunt und dann müsste auf jeden Fall für Sie auch das Phänomen auftreten. Sie könnten sogar noch viel besser, Sie könnten sogar die Bereiche, wo Sie Farben anders sehen, ja, damit so ausmessen. Okay, dann habe ich eine Frage. Du hattest ja gesagt, viele dieser Dinge sind kognitiv unzugänglich. Das heißt, wenn man es weiß, wirkt es trotzdem. Gibt es denn Phänomene, die sich tatsächlich ändern, wenn man gelernt hat? Und wenn ja, wo sind die Grenzen dieser Umlernbarkeit? Also die Zigarre zum Beispiel, das ist ja, ja etwas bewusst Gelerntes. Ja, das ist also die erste einfache Antwort ist zum Beispiel die Zigarre. Das ist ein Fall, wo gelernt wurde. Ja, und das ist dann tatsächlich sozusagen auf der nächsten Ebene jetzt kognitiv unzugänglich. Das kriegt man nämlich nicht mehr weg. Ansonsten, wenn ich selber an optischen Täuschungen programmiere, also zum Beispiel bei diesen gekippten Gittertäuschungen, wenn ich versuche auszuprobieren, wann ist denn die Täuschung am stärksten und gucke dauernd drauf und experimentiere rum, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich es überhaupt nicht mehr sehe oder nicht mehr zu sehen meine. Also es gibt da sicher Ermüdungseffekte. Es gibt auch sicher die Möglichkeit, das wegzutrainieren, wenn man will. Da fällt mir jetzt aber gerade nicht ein, ob das jemand schon mal systematisch gemacht hat. Also da, ich habe jetzt keine ganz tolle Antwort auf diese Frage. Ja, es wird gerade aus dem Publikum das Stichwort Umkehrbrille eingeworfen. Da wird ja gelernt. Ja, toll, super, wunderbar. Das Publikum ist besser als ich. So ist es. Ja, Andreas hat das geschrieben. Wunderbar. Vielen Dank, Andreas. Ja, das ist ja ein tolles Beispiel für diejenigen, die das nicht kennen. Also eine Umkehrbrille, die dreht mit Prismen, Doofprismen, dreht die das Bild genau auf den Kopf. Nee, Dovo-Prismen heißen die, egal. So. Und dann kann man sich natürlich nicht mehr vernünftig bewegen. Aber wenn man mit so einer Umkehrbrille rumläuft, dann hat man es nach einer Woche etwa geschafft,
dann kann man sich wieder orientieren, man stößt nicht mehr an, man kann sogar Fahrrad fahren und es steht auch die Schrift wieder richtig rum. Wobei es dann Detailphänomene gibt, dass zum Beispiel der Kirchturm dann schon wieder richtig rumsteht, aber das Ziffernblatt irgendwie noch auf dem Kopf gesehen wird. Und eine noch weitere Feinheit bei diesen Umkehrbrillen ist, dass wenn man ein Experiment so gestaltet, dass jemand in einem Rollstuhl sitzt und sich also nie selber bewegt und wird von einer zweiten Person geschoben, beide tragen Umkehrbrillen und dann wird natürlich dieser Rollstuhlsitzer dauernd gegen irgendwelche Türkanten geschoben. Also das ist ein sehr schmerzhaftes Experiment. Und die Person, die selber die Welt erfährt, indem man im Rollstuhl rumfährt und so weiter, die lernt das Umdrehen und die, die nur passiv geschoben wird und keine eigenen Handlungen macht und Rückmeldung kriegt, bei der ist es in dem Zeitraum, wo die das Experiment gemacht haben, nach 3 Wochen ging das immer noch nicht. Und das heißt, dieses Umkehren und dieses Lernen, also vielen Dank nochmal, Andreas, das braucht die Kopplung von Aktion und Wahrnehmung. Was passiert denn dabei in der Umwelt? Also das heißt, das Lernen... Ich sehe gerade selber hier eine nette Frage. Gibt es auch optische Täuschung bei Tieren? Antwort ja, praktisch alle. Auf die hätte ich jetzt dann hingewiesen, denn wenn wir nicht die höchste kognitive Ebene betrachten, dann könnte man ja meinen, dass es viele dieser Effekte auch bei Tieren geben muss. Ja, gibt es auch. Also ich kriege die jetzt gar nicht alle zusammen. Ich weiß, dass es bei Bienen schon gibt und also sämtliche Tiere, es gibt auch tolle Experimente, wo sie Großkatzen, also Raubkatzen, Löwen untersucht haben, ob diese auf diese Scheinbewegungsscheiben, die Snakes Illusion reagieren. Es gibt herrliche Bilder davon. Also die allermeisten Täuschungen treten auch bei Tieren auf. Oder noch was anderes Hübsches, es gibt so den Haubenvogel, in Australien heißt der Haubenvogel, egal, Bowerbird auf Englisch, der baut sein Nest irgendwie so, dass er die Zweige systematisch ihre Größe ändert, dass das Nest größer aussieht, als es eigentlich ist, um dadurch das umworbene Weibchen eher in diesen Bau hineinzulocken. Also solche Sachen, da gibt es eine nette Arbeit drüber, treten auf. Ein Teilnehmer fragt nach einer sehr bekannten Täuschung, die auch im Buch behandelt wird, nämlich die verschiedene Interpretation der Farbe eines überbelichtet aufgenommenen Kleides, das ja manche Menschen als blau sehen und andere als mit Goldfarben und behaupten, das Kleid sei weiß. Lässt sich denn... Ja, also das Fass mache ich jetzt hier gar nicht auf. Das können wir das ist eigentlich erklären, recht gut. Ohne dass wir es einblenden oder... Also ich habe es natürlich irgendwo auf meinem Internet. Könntest du vielleicht sogar einblenden, damit alle sehen, worum es geht? Ja. Ich muss da mal eben hier mal wieder meinen Bildschirm teilen. Und das muss ich Augenblick. Jetzt bin ich hier raus. So. Ich gehe auf Bildschirmteilung. Und jetzt gehe ich auf den Internetauftritt. Und jetzt suche ich mal Dress. So, und dann gehen wir hier. Und da ist es. Ja, jetzt sieht man, es geht also um dieses Kleid da. Ja? Und hier, man kann hier übrigens die Farbtöne, also wenn ich hier auf irgendwas klicke, zum Beispiel auf das Rote, sieht man hier unten, wo der Farbton tatsächlich ist. Und dann kann man sehen, das ist hier ein dunkles Orange. Das ist wirklich im Blaubereich. Und es also hier unten habe ich die allerneueste Veröffentlichung, die das, glaube ich, sehr gut macht. Welches da? Hier, die hier. Die finde ich sehr gut. Aber das steht, ist im Wesentlichen sind sich alle einig. Das hat was, hat letztlich auch wieder was damit zu tun. Man hat wegen der Überbelichtung, guter Punkt, war das gleich schon in der Frage, hat man zu wenig Informationen. Und dann muss das Gehirn irgendeine Beleuchtungsfarbe annehmen und da gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Beleuchtungsfarben unbewusst annehmen und dann kommt eine andere Farbinterpretation raus. Das wär's. Ich glaube, ich kann schon wieder abschalten, gell? Gut. Ach, ja, ja, da wir hier bei den Erklärungen sind, was kann man denn zu neuronalen Erklärungen sagen? Wie kriegt man die denn raus? Also man kann natürlich an den Parametern der entsprechenden Bilder oder generell der Täuschungsreize herumspielen, aber macht man das dann so, dass man
Probanden die Täuschungen zeigt, während die im Hirnscanner liegen? Ist das ein Zugang? Oder ja, genau das wird gemacht. Ja, Kernspinnen. Da gibt es auch schöne Arbeiten, die zum Beispiel bei Größentäuschungen das prima gefunden haben. Man kann experimentell angehen und was ich auch sehr gut finde, man nimmt bekannte Eigenschaften, also genau, bei der Gelegenheit kann ich ausholen. Ich finde, dass man nicht für eine optische Täuschung eine Theorie erfinden sollte, sondern die Erklärung optischer Täuschung, die müsste sich ableiten lassen von etwas, was man über das Sehen sowieso schon weiß und was nur unter den speziellen Reizbedingungen auftritt. Und deswegen ist auch ein guter Zugang, man nimmt das, was man über das Sehen weiß und steckt sozusagen die Reize rein, überlegt, was müsste passieren und gucken, ob dann die Täuschung auch rauskommt. Dazu kann man zum Beispiel auch neuronale Netze einsetzen, die man erstmal interessiert mit normalem Sehen. Und dann kommen auch tatsächlich, entstehen von alleine quasi Täuschungen. Okay, ich weiß, dass auch Rainer Rosenzweig eine Frage hat und den würde ich jetzt dann mal in die Reihe aufnehmen. Ja, okay, danke fürs Vorziehen. Erstmal danke für den Vortrag, Michael. Wir saßen ja schon öfter mal zusammen, bevor es dieses Buch gab. Ich habe es hier in der Hand und kann es jetzt mal vorzeigen. Aber das, sieht man es jetzt. Bevor es das Buch gab, hatten wir uns ja immer darüber beklagt, dass es so ein Buch gar nicht gibt. Und du hast das eben selber geschrieben. Das finde ich sehr gut. Wie du weißt, werde ich jetzt den Titel kritisieren und zwar auf zwei Weisen. Die eine kennst du, denn ich bin ja immer der Meinung, dass nicht die Optik getäuscht wird, ja, sondern die Wahrnehmung. Ja, auch die Sinne werden nicht getäuscht, deswegen halte ich den Begriff optische Täuschungen ja auch immer ein bisschen für Verfehlungen, aber das hast du ja mit deinem Untertitel ganz gut eingefangen. Meine zweite Frage ist nochmal eine andere, da bin ich selber unsicher, würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst. Das betrifft nämlich die Täuschungen. Du hast ja jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, uns zu erklären, dass es doch eigentlich gar keine Täuschungen sind, sondern dass es im Wesentlichen eigentlich ein raffiniertes Mittel unseres Gehirns ist oder unseres Sehapparats ist, mit dem, was es da eben von der Welt als Information kriegt, zurechtzukommen. Also das Gehirn denkt mit. Ich denke jetzt da an diesen Bo-Lotto-Würfel. Ja? Das Gehirn ist doch viel klüger. Das ist doch völlig irrelevant, ob jetzt die beiden Farbtöne wirklich gleich sind. Es kommt eben auf den Kontext drauf an. Und wenn das eine im Schatten ist und genauso ist wie das, was hell beleuchtet ist, dann ist es ja sehr sinnvoll, das anzunehmen. Das ist doch keine Täuschung. Im Gegenteil, das ist ja ein viel klüger sein als die Dummen, die jetzt einfach nur auf das Wirkliche schauen. Ich selber scheue mich deswegen auch immer, ich spreche Täuschung oder Illusion auch immer mit Anführungsstrichen, weil ich glaube, dass der Begriff Täuschung immer dazu motiviert, das, was man ja immer populärwissenschaftlich so hört, das Gehirn trickst einen aus und der eine trickst immer, wird immer irgendwas ausgetrickst, ja, und das suggeriert natürlich die Täuschung und so ist es ja eigentlich gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall, das ist doch viel klüger, das ist unfassbar raffiniert, was da passiert. Also warum denn Täuschung? Wie stehst denn du dazu? Also deinen Enthusiasmus teile ich und ich habe auch ja extra gesagt, zum Beispiel bei dem Bolotto und auch bei dem Schachbrettschatten, das sind gar keine Täuschungen. Das sind schlecht gestellte Fragen, könnte man sagen, ja, die nicht genau klar machen, wonach man fragt. Es gibt aber sehr wohl Täuschungen. Ich meine, denk mal an diese Winkeltäuschung mit diesen gekippten Gitterlinien. Ja? Also da gibt es sogar ein wunderbares Bild. Wer war denn das jetzt? Michelangelo, der hat mal so eine Leiter, die geht hier im Kreuz von Christus vorbei und dann ist die versetzt, ja, wegen der Poggendorf-Täuschung und die er wahrscheinlich sogar absichtlich reingemalt hat, damit es richtig aussieht. Also das führt jetzt vom Thema weg. Aber es ist eben ein weites Feld, ja, man müsste sogar mal richtig mal systematisch aussortieren, welche Täuschungen sind gar keine. Und das sind sicher viele. Aber es bleibt, was weiß ich, Pi mal Daumen, bestimmt die Hälfte übrig, wo wir tatsächlich auf den ersten Blick das Falsche interpretieren. Ja? Aber das sind ja alles Situationen, die im Leben praktisch nicht vorkommen und deswegen kein Nachteil. Also zum Beispiel ein Nachteil ist es, wenn man Autobahn fährt. Nicht, dass ich fürs Autobahnfahren wäre, elektrisch geht dann ja noch. Aber
Wenn man lange auf der Autobahn fährt und dann fährt man ab, dann hat man ja immer überhöhte Geschwindigkeit bei der Ausfahrt. Worum? Warum? Weil Bewegungsadaptation eingetreten ist und man genau, was ich gezeigt habe mit dieser Truthahn-Sud da. Und deswegen unterschätzt man seine Geschwindigkeit beim Ausfahren. Das heißt, an der Stelle gibt es eine Situation aus dem Leben, die richtig stört. Und es ist halt so, als wir entwickelt wurden Menschmodell, ja, da gab es nicht so schnelle Bewegungen. Da war das kein Nachteil, dass die Bewegungsadaptation so stark auftritt. Ich habe mal darauf geachtet, beim Laufen durch den Wald ist es bei mir komischerweise noch nie aufgetreten. Überlegt, ob es da richtig Mechanismen gibt, die das verhindern, also sozusagen bei menschlich normaleren Bewegungsformen. Jetzt habe ich irgendwie meinen eigenen Faden verloren. Also ich wollte sagen, normalerweise sind die Täuschungen wie du, sind gar keine, nicht normalerweise, in der Hälfte sind es gar keine, in der anderen Hälfte sind schon wirkliche Täuschungen, die aber nur auftreten unter Spezialsituationen, die im Leben eben eher nicht gegeben sind. Wenn sie im Leben oft wären, dann wäre das unser Organismus, hätte unser Gehirn sich anders konstruiert. Also wir können festhalten, dort wo es Täuschungen sind, sind es keine Sinnestäuschungen, sondern Wahrnehmungstäuschungen. Das war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt von Rainer. Und das gestattet mir eine Überleitung in den philosophischen Bereich, weil nämlich unser vorhin schon besprochenes Thema der Transduktion jetzt etwas deutlicher geworden ist. Es wird im Chat noch erläutert, dass die Reize, die auf physikalischer Grundlage eingehen, von ganz anderer Art sind als das, was neurologisch weitergeleitet wird. Das heißt, es besteht keine Beziehung zwischen beiden. Das wiederum heißt, dass das Gehirn die ganzen Sachen erzeugt. Und ich denke, wir sollten noch ein bisschen über die Rolle des Gehirns reden. Da gibt es jetzt hier den Verdacht, dass das Gehirn einfach alles konstruiert. Und wie sollen wir das denn erkenntnistheoretisch einordnen? Wir haben doch gleichzeitig gesehen, anhand der Konstanzleistungen, Farbkonstanz und Größenkonstanz, dass unser Gehirn die Reize offenbar so auslegt, dass wir uns in einer Welt zurechtfinden, die aus Objekten besteht mit konstanten Eigenschaften. Also ist es doch kein beliebiges Konstruieren, sondern ein Rekonstruieren, an das wir evolutionär angepasst sind in einer Welt von Objekten. Würdest du dem zustimmen? Ja, das ist natürlich wieder ein ganz weites Feld. Also der Konstruktivismus, finde ich, das schießt sowieso weit über alle seine Ziele hinaus. Dem kann ich in keiner Weise inhaltlich folgen, dass sogar die Schwerkraft konstruiert sei. Ja, und daher die Physik eine reine Absprache wäre und gar nichts mit der Welt zu tun hätte. Aber jetzt, da bin ich jetzt auch nicht wirklich berufen, das gut zu kritisieren. Das Wort konstruieren hat eben mehrere Bedeutungen. Und ich denke, im Konstruktivismus ist es was anderes als hier. Könnte man sagen, das Gehirn konstruiert die Wahrnehmung, aber es konstruiert sie eben nicht mit einem Baukasten, wo Teile sind und da kann man beliebigste Sachen konstruieren, sondern es konstruiert sie so, dass sie passen zu den hereinkommenden Sinnesreizen. Das hast du ja eben auch ein bisschen so gemeint, glaube ich, Helmut. Und in dem Sinne kann man sagen, ja, es konstruiert, es rekonstruiert. Ja, wäre vielleicht sogar noch wichtiger, dass man rekonstruiert sagt und hat deswegen ist der Konstruktivismus Gedanke hier nicht weiterführend für meine Augen. In dem Chatbeitrag von Jürgen Langlet steht aber, das ist ja noch ein bisschen anders, da steht, dass zwischen den Wellen, die die Stäbchen und Zapfen reizen und den nachfolgenden neurologischen Weiterleitungen keine Beziehungen bestehen. Das ist ja noch, wenn es so gemeint ist, das ist ja eine viel schärfere Aussage. Ja, das ist ja die Aussage heißt, Neurone machen was und Licht kommt rein und das hat nichts miteinander zu tun. Das finde ich jetzt sehr überraschend. Das entspricht nicht meinem Verständnis und entspricht auch in keiner Weise experimentellen Ergebnissen, wo man ja in ausführlichster Weise elektrische Signale in Nervenzellen, also speziell in den Sinneszellen, gemessen hat,
während man genau diesen einzelnen Photorezeptor mit einem Lichtstrahl gereizt hat, verschiedener Wellenlänge, verschiedener Stärke. Und da bestehen sehr, sehr enge, total gesetzmäßige Beziehungen, die natürlich von der Vorgeschichte abhängen und von der Temperatur und von der nutritiven Versorgung und so weiter. Habe ich eigentlich genug gesagt dazu. Also ich sehe von ihm noch drei Bemerkungen im Chat und denen kann ich irgendwie nur komplett zustimmen. Also unser Gehirn schafft aufgrund einer Erfahrung Vorhersagen. Ja, total. Deswegen nennt man das jetzt auch manchmal Predictive Coding. Völlig einig, Herr Langlet. Aber es braucht eben auch Input dazu. Ja, also diese Vorhersagen, die werden dauernd geupdatet. Das ist diese Predictive Coding-Theorie. Man macht eine Vorhersage und dann kommen neue Informationen rein und dann werden die laufend aktualisiert. Also es scheint an der funktionalen Einbindung dessen zu liegen, was man dann Konstruieren nennt, dass da gelegentlich aneinander vorbeigeredet wird zwischen biologischem Konstruktivismus und erkenntnistheoretischem Konstruktivismus. Wir sollten vielleicht weitergehen zu einer anderen Frage, die auch ausgesprochen spannend ist, nämlich kann man denn auch bei anderen Sinnesmodalitäten ähnliche Dinge finden, Täuschungen oder ja, irregeleitete Wahrnehmungsinhalte beim Hören, beim Tasten, beim Riechen, Hörtäuschungen? Mir fällt auf Anhieb ein, der Gefühlssinn, da gibt es diese aristotelische Täuschung, man muss die Finger so überkreuzen, wenn man das schafft, ja, und dann kann man hier an der Nase reiben, und wenn man das hinkriegt, dann fühlt es sich an, als hätte man zwei Nasenspitzen. Das heißt, aristotelische Täuschung aus irgendwelchen Gründen, das wäre eine aus dem Tastsinn. Dann gibt es im auditiven, also im Hörsinn, auch eine Reihe von Täuschungen. Eine Forscherin aus Staaten namens Diana Deutsch hat da sehr viel drüber gemacht. Und da fallen die mir jetzt gerade ein, die Tritonus-Täuschung und natürlich, ganz besonders schön sind die Shepard-Töne. Eben der Shepard, den ich gezeigt hatte mit seinem Monster Subterra, der hat auch eine akustische Täuschung entwickelt, den Shepard-Ton, wo ein Ton dauernd höher zu werden scheint. Er wird auch höher, bloß wird er immer höher und hört nie auf, höher zu werden. Ja? Und das ist ein ganz raffinierter Trick und den habe ich auch in meiner Sammlung der Täuschungen drin und erläutert den auch. Der wird übrigens auch im Film benutzt. Also bei den Herr der Ringe-Verfilmung, da gibt es so eine Stelle, wo die aus der Elbenstadt entweichen in den Fässern und da gibt es das Wasserrauschen, da gibt es Musik dabei, die ist auch so, dass es immer anschwellt, immer höher wird, ohne wirklich höher zu werden. Das ist jetzt diese akustische Täuschung, die mir gerade als erstes einfällt. Ich habe gerade jetzt vor einer Woche Hörforscher befragt, wie ist es denn mit akustischen Täuschungen? Und das ist immer so, das ist bei denen kein Thema, es interessiert die nicht sehr. Also es gibt da einige, aber nicht so richtig viele. Und eine habe ich, dann fällt mir noch mal eine, der Zwickerton ist auch sehr schön. Zwickerton, das soll so gehen: Man nimmt Rauschen, weißes Rauschen oder so, und das zischt da so vor sich hin. Und jetzt macht man also das Rauschen, filtert man, dass man da einen Kerbfilter draufsetzt, dass ein bestimmter Frequenzbereich fehlt. Das klingt genauso wie vorher, so ein Rauschen, wo nur ein kleiner Frequenzraum fehlt. Und wenn man dann das Rauschen abschaltet, dann soll man diesen fehlenden Bereich als Scheinton hören danach. Was irgendwie Sinn macht, dass das so ist, das funktioniert bei mir aber nicht. Das habe ich noch nicht hingekriegt, das nachzubauen. Also, wie Sie sehen, es gibt einige Täuschungen. Was jetzt das Riechen angeht, weiß ich nicht. Was es beim Riechen ganz stark gibt, ist Adaptation. Ja, deswegen findet man ja auch den Quelle eines Geruches so schlecht. Man geht dem nach und während man dem nachgeht, regelt das System seine Verstärkung runter, so wie wir das mit dem Kontrast gesehen haben oder auch bei der Lila-Jäger-Täuschung. Das ist im beim Geruch sind enorm stark die Adaptation, sodass ein dauernd vorherrschender Geruch gar nicht mehr wahrgenommen wird. Enge Geruchstäuschung habe ich noch nie gehört. Könnte es geben, wäre spannend. Wenn es jemand weiß, mir bitte sagen. Ich kenne keinen.
gibt es denn weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, die emotionale Bewertung kommt natürlich auch mit rein bei Wahrnehmungsinhalten. Deswegen wird hier gefragt, ist der deutende Genuss eines Sonnenauf- oder Untergangs eine genussvolle Täuschung? Wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich dazu was Substanzielles beitragen kann. Also ich habe den Genuss auch. Oder auch zum Beispiel beim Regenbogen. Also es ist natürlich ist es ein Toll in dem Sinne, als alles Illusion ist, wie ich das jetzt sehr locker vorhin formuliert habe. Ja. Insofern, aber das jetzt mal, ach so, warte mal, Sie meinen sicher so, ob der Genuss als solcher eine Täuschung ist. Ja, das finde ich interessant. Da habe ich aber keine Kompetenzen dazu, was zu sagen. Was, da muss ich mal drüber nachdenken, vielleicht findet man was, das schon Leute drüber gelesen haben, über Täuschung im Bereich der kulturellen Wahrnehmung. Also, nix. Schade. Naja, eine Täuschung könnte es ja nur sein, wenn es eine objektiv angemessene emotionale Verarbeitung gäbe. Und wenn man von der, wenn man von der dann abweicht, ist es eine Täuschung, aber das würde mir schwerfallen. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Universitätsklinikum. Da begegnet man ja Krankheitsbildern. Gibt es denn in der Forschung Bezüge zwischen therapeutischen Eingriffen und diesen Täuschungsphänomenen, die ja bei allen und auch gerade bei gesunden Menschen auftreten? Ist die Frage, ob mir jetzt genügend einfällt. Also eins, was mir auf Anhieb einfällt, ist ein Beispiel aus der Neurologie. Da gibt es diese Spiegeltäuschung, die eingesetzt wird, wenn man aufgrund eines Schlaganfalls auf einer Seite Bewegung verloren hat, dann hilft es in der Therapie, wenn man den sich bewegenden Arm der anderen Seite dahin projiziert, sodass es aussieht, als könnte man den teilgelähmten Arm, bleiben wir Beispiel Arm, bewegen. Ich habe da nur begrenztes Detailwissen dazu. Aber ich weiß, dass dieser Spiegeleffekt tatsächlich das Training verbessert, dass man einen teilgelähmten Arm schneller wieder seine Bewegungsfähigkeit zurückgeben kann. Und das ist wirklich im engen Sinne eine Täuschung. Jetzt fällt mir irgendwie gerade noch nicht kein weiteres Beispiel ein. Also ganz speziell in der Augenheilkunde tritt das praktisch nicht auf. Wüsste ich kein Beispiel. Aber es war möglich, in deiner langen Berufskarriere sozusagen die Tätigkeit an der Klinik zu verbinden mit diesen Forschungen an Gesunden? Ja, also zum einen war das schlicht wegen Hobby in der Freizeit so. Und das andere ist, wir haben dann am Schluss mit Jürgen Kornmeier zusammen haben wir dann multistabile Wahrnehmung untersucht, auch mit DFG-Projekten, dann, die auch richtig viel publiziert werden konnten. Also weil wir eigentlich da die Ersten waren, die gut messen konnten. Es geht um den Neckarwürfel, Beispiel Neckarwürfel. Kennt vielleicht viele, man schaut auf das Drahtmodell eines Würfels gezeichnet. Und das hat ja zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und das klappt um, dieser sogenannte Neckarwürfel von einem Herrn Necker, der das als erster beobachtet hat und beschrieben hat. Und was in dem Moment des Umklappens im Gehirn passiert, das haben wir mit EEG-Messungen verfolgt. Und daraus ergaben sie, also das war zunächst eine Doktorarbeit mit ganz vielen Folgeprojekten. Sodass es da jetzt wirklich Hauptteil meiner Arbeit zu dem Zeitpunkt war. Ach, da steht was über Spiegeltherapie. Ja, wunderschön. Ramachandran, Phantomschmerzen. Ja, der Ramachandran ist ein toller Wissenschaftler. Ich lese gerade hier im Chat, was Herr Kasparek da geschrieben hat. Ja, das sind Vorschläge aus unserem Publikum. Ich denke, mit Blick auf die Uhr, wir sollten langsam zu Ende kommen. Ich sehe jetzt auch keine ausformulierten Fragen mehr. Rainer, möchtest du noch was sagen? Du hast dich entstummt.
Wollte nur zu dem Spiegeltest, ich habe das jetzt bei Wikipedia gerade rausgeschaut. Meines Wissens ist es tatsächlich so, da handelt es sich ja auch um amputierte Gliedmaßen. Und da geht es Ja, ja jetzt das nicht ist um bei den Phantomschmerzen. Das ist was anderes. Es gibt ja zwei Sachen. Das eine Genau. ist bei Schlaganfall, das andere ist bei Phantomschmerzen. Ganz genau. Und Ramachandran bezieht sich jetzt auf diese Phantomschmerzen. Und da kriegt er die tatsächlich weg, wenn die Phantomschmerzen ihre Ursache darin haben, dass der amputierte Arm vielleicht noch irgendwie so deswegen nachschmerzt, weil er in einer bestimmten Position scheinbar gehalten wird. Und weil sich das Gehirn Genau. das noch so gemerkt hat, diese Position, und dadurch die Schmerzen dann zustande kommen, da kann man dann dem Gehirn angewöhnen zu sagen, nee, der Arm ist ja gar nicht mehr in dieser Position, der ist in einer ganz anderen Position, und dann beruhigt sich das wieder. Das ist sozusagen das, wie ich die Spiegeltherapie kenne. Im Zusammenhang mit Schlaganfall, wie du es jetzt gesagt hast, kannte ich das bisher noch nicht. Aber das wollte ich noch ergänzen, sozusagen. Danke. Okay, dann kommen wir, glaube ich, ans Ende der Fragerunde. Vielen Dank den Fragestellern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weise nochmal darauf hin, dass die Homepage von Michael Bach sehr gehaltvoll ist und viele dieser Täuschungen auch zeigt. Da kann man sich dann in Ruhe damit beschäftigen, kann da ein bisschen rumspielen. Auch das Buch ist sehr gewinnbringend, das den Anlass für den heutigen Abend gegeben hat. Vielen Dank für Vortrag, Überblick, Buch und Diskussion an Michael Bach. Ja, Herzlichen übrigens, Dank. das Buch finde ich übrigens, ist was Gutes fürs Klo. Nicht wegen des Papiers, sondern weil man das irgendwo aufschlagen kann und dann guckt man sich das an und das reicht. Man muss es nicht irgendwie als Sequenz von vorn bis hinten durchlesen. Dafür ist es gar nicht gedacht. Also. Ja, es ist zerlegbar in kleine Portionen sozusagen. Genau, ja, ich wünsche all unseren Teilnehmern eine schöne Wintersonnenwende, einen schönen Jahreswechsel und ich weise darauf hin, dass Cordyceps natürlich auch 2023 aktiv bleibt. Es gibt eine Vortragsreihe in der Stadtbibliothek in Fürth. Der nächste Termin wird am 16. Januar sein. Das ist eben in Präsenz, nicht online. Und es wird ab Ende Januar wieder die Vortragsreihe vom Reiz der Sinne geben im Nürnberger Planetarium. Das sind dann Dienstagabende am 31. Januar beginnend. Alle Veranstaltungen sind natürlich auf der Cordyceps Homepage und auch in den Terminkalendern von Giordano Bruno Stiftung und Humanistischem Pressedienst abrufbar. Herzlichen Dank, bis zum neuen Jahr. Viel Vergnügen. Tschüss.